Moin meine lieben Fahrzeugpflegefreunde, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Auto Lifestyle. Relativ kurzfristiges Video, wir gucken uns heute mal den Uno Nummer 2 an. Alles weitere nach dem Intro. Hier haben wir das Uno Nummer 2 schon. Ich habe diesmal leider kein Stativ dabei, deswegen mal gucken, wie gut das Ganze so aus der Hand klappt von oben gefilmt, aber ich denke einigermaßen vernünftig. So, mal ganz kurz auf die Rückseite geguckt. Ja, wir haben wie auch schon beim ersten Traffic Informations auch einen Blitzerwarner mit drin, aber halt eben entsprechend auch Informationen darüber, wo ein Stau ist, wo eine Gefahrenstelle ist oder was auch immer. Neu ist allerdings, dass wir ein Magnetic Mount haben, dass das Ganze wieder aufladbar ist. War bei mir immer ein bisschen doof. Man musste ungefähr, bei mir waren es alle 3 bis 4 Monate, ich fahre aber auch relativ viel. Also ich denke, das werden bei einer Normalperson so einmal im Jahr, jedes halbe Jahr gewesen sein, dass man die Batterie tauschen musste. Hier aber jetzt nicht mehr. Es wird über USB-C wieder aufgeladen. Ja, selbe hier nochmal erwähnt, Rechargeable Battery. Und das Allergeilste in meinen Augen, ja, das Zweitgeilste in meinen Augen, wir haben eine visuelle Funktion jetzt auch. Es war beim ersten Jahr so, dass es zwei unterschiedliche Pieptöne gab, für Blitzer und für Gefahren. Und die konnte man, finde ich, immer nur relativ schlecht auseinanderhalten. Gerade wenn man die Musik relativ laut anhatte oder sowas und das Ganze dann über Apple CarPlay hatte, wurde ja die Musik runtergedimmt von der Lautstärke. Aber dennoch war es, fand ich, immer relativ schwierig, dann genau zu wissen, ob es jetzt wirklich ein Blitzer war oder ob es ja, ein Verkehrshindernis, eine Verkehrsstörung, eine Gefahr war. Dementsprechend, das Ganze ist jetzt, finde ich, sehr, sehr cool mit der visuellen Unterstützung. Und was auch noch sehr, sehr nice ist, wir haben jetzt auch endlich eine Integration in Apple CarPlay. Ich meine auch in Android Auto, das kann ich aber leider nicht testen. Folglich werden wir das hier einmal im Verlauf des Videos mit Apple CarPlay testen. Da ist das erste Jahr kostenfrei und danach liegen die Kosten, ich meine, ungefähr bei 1 Euro im Monat oder 50 Cent im Monat oder irgendwie sowas. Ich blende das einmal unten ein auf jeden Fall. Das muss ich nochmal kurz nachgucken. Es war aber in meinen Augen absolut nicht hoch und tendenziell eher zu vernachlässigen. So, jetzt packen wir das Ganze mal kurz aus. Mal gucken, wie gut das hier mit einer Hand so geht. Kleinen Moment. Jetzt das Ganze hier einmal aus der Verpackung geholt. Hier ist nochmal schön eingestanzt Uno. Hier noch irgendwas Wichtiges mit drauf? Nein, okay, dann gucken wir, wie es aufgeht. Ist wahrscheinlich hier wieder genau. Scan the QR Code to get started. Für alle, die es gerne möchten, ihr könnt gerne jetzt einmal hier den QR Code vom Bildschirm abscannen. Dann könnt ihr da gerne einmal selber reingucken. Ansonsten gucken wir da gleich mal rein. Haben wir hier den neuen Uno. Was mir aber direkt auffällt, das Ding ist deutlich, deutlich größer geworden als das alte. Mal kurz so im Vergleich von der Handfläche her. Das alte war deutlich kleiner, können wir uns aber nachher im Auto nochmal genauer angucken, wie sich da so die Größenverhältnisse geändert haben. Und hier einmal das USB-C-Kabel. Ganz normales USB-C-Kabel. Wenn er jetzt fokussieren würde, leider nicht, egal. Nicht irgendwie noch mit so einem Stoff außenrum oder sowas, ganz normales USB-A auf USB-C-Kabel. Mit dem neuen iPhone im Übrigen, mit dem iPhone 15, wer es schon hat, oder wer es sich überhaupt geholt hat, kann ja sein ganz normales Lightning-Kabel, das man sowieso, USB-C-Kabel, das man sowieso im Auto hat, dafür nutzen. Alle anderen, ich packe euch mal in die Infobox, in die Videobeschreibung, einen Link zu einem Adapter von Lightning auf USB-Typ-C. Ich glaube, das ist die entspanntere Variante, als noch ein zweites Kabel im Auto zu haben. Einfach einen Adapter im Handschuhfach oder in der Mittelkonsole zu haben, den einmal kurz drauf und gut ist es. Dann haben wir hier noch einmal ein Instruction Guide, ein User Manual. Können ja einmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Welcome, willkommen. Einmal ein Quick Start Guide, das gucken wir gleich mal. Ja, oder noch so ein paar Sicherheitshinweise. Die sind jetzt aber für mich, glaube ich, hier nicht weiter relevanter. Wir starten einmal kurz die App und gucken mal, was wir ja, hier jetzt gleich schon so direkt machen können, ohne im Auto zu sitzen. So, wir starten jetzt direkt einmal in der Uno-App. Wir haben hier direkt, ich bin unten auf dem meine Gerätereiter jetzt, auf die Karte gehe ich jetzt beabsichtigt nicht weiter ein, wegen meinem Standort, sonst würde man ja sehen, wo ich wohne. Ja, hier haben wir direkt die ganzen alten Uno Nummer 1, beziehungsweise eigentlich ist nur 1, das immer mehrfach registriert wurde, nämlich genau dann,
wenn sich das Ono nicht direkt auf den ersten Augenblick verbunden hat, dann hat die App das quasi als neues Gerät hinzugefügt. Gehen wir einmal oben aufs Plus, wählen unseren Co-Driver Nummer 2 aus. Halte dein Smartphone in die Nähe, dann wählen wir den dort aus. Okay, Connect. In meinem Fall muss ich gestehen, ich hatte das Gerät schon mal verbunden. Da hat leider die Aufnahme nicht genau geklappt. Jetzt halten wir aber mal das Ganze 7 Sekunden lang gedrückt. Und es ist direkt verbunden. Also sprich, das hat schon mal geklappt und auch beim ersten Mal das problemlos funktioniert. Dann gehen wir auf Fortsetzen, da haben wir direkt unser Ono Nummer 2. Wir gehen mal auf die Punkte. Wir könnten es umbenennen oder halt wieder löschen. Möchten wir aber in dem Fall gar nicht. Dann gehen wir mal wieder auf Mehr, gehen auf die Einstellung, gehen auf Warntypen. Hier haben wir jetzt, ich fange mal von oben nach unten an, Warnung für Geschwindigkeitskontrollen, Warnung für Gefahren und wir können die Warndistanz einstellen, sprich in wie langer Zeit vor der Gefahrenstelle oder vor der Geschwindigkeitskontrolle möchten wir gewarnt werden, in dem Fall 20 Sekunden, das hat bei mir immer perfekt funktioniert. Wir können es auch auf Meter umstellen, ich lasse es aber persönlich immer lieber auf Sekunden, weil das dann entsprechend auch, je nachdem wie schnell man fährt, angepasst wird. Unten können wir noch die Verbesserung aktivieren, sprich, dass wir Daten an die Herausgeber von Ono senden, damit diese das weiter verbessern können. Finde ich eine feine Sache, mache ich persönlich mal sehr gerne. Weil wenn das Ganze keiner macht, kann das Gerät auch nicht so gut weiterentwickelt werden, wie es weiterentwickelt werden kann, wenn das natürlich alle Leute machen. Dann gehen wir mal auf Geräteeinstellung. Lautstärke auf laut hat bei mir mal sehr gut gepasst. Und unten können wir das grüne Statusblink noch an- und ausschalten. Finde ich mal cool, dann weiß man, dass es verbunden ist und dass alles gut ist und dass alles funktioniert. Jetzt können wir mal Testtöne abspielen. Dann gehen wir mal kurz auf den Blitzer. Genau, jetzt blinkt das Ganze blau und wir haben entsprechend den Ton, der wiedergegeben wird. Dann gehen wir mal auf Gefahr. Jetzt blinkt es rot und es wird ein anderer Ton wiedergegeben. Da finde ich auch die Töne etwas besser als beim Ono Nummer 1. Da konnte man die Töne nämlich nur sehr schwierig auseinanderhalten, fand ich gerade dann, wenn man vielleicht noch laut Musik an hatte. Beziehungsweise dazu kommen wir gleich. Es gibt noch eine andere Einstellungsmöglichkeit, die dabei ein bisschen geholfen hat, aber optimal war es nicht. Und jetzt sehen wir, was wir auf der Karte angezeigt bekommen möchten. Geschwindigkeitskontrollen, Straßengefahren, alles gut. Routenoptionen hängen jetzt mit dem Update zusammen. Und zwar haben wir ja jetzt auch noch eine Integration in Apple CarPlay mit dabei. Sprich, wir haben halt in Apple CarPlay direkt eine Ono-App, auf der alles angezeigt wird mit Karte und allem und die wir auch als Navigationssystem nutzen können. Die ist auf Basis von Apple-Karten. Funktioniert auch, ja, ich würde sagen, mehr oder weniger gut, aber ich glaube, darauf gehe ich eventuell später nochmal genauer ein. Beziehungsweise einen Punkt dazu sollte ich vielleicht nochmal ansprechen. Mit dem Kauf des Onos ist diese Kartenfunktion ein Jahr inklusive. Danach fallen, ich glaube, monatlich waren das entweder 1 Euro oder 50 Cent pro Monat an. Auf jeden Fall keine Unsummen, nichts, womit man nicht leben könnte. Das finde ich ist eine faire Sache. Weil natürlich für die Herausgeber von Ono auch entsprechend Gebühren anfallen dafür, dass sie Apple-Karten und alles nutzen dürfen. Dann gehen wir nochmal auf die Telefoneinstellung. Warnton übers Telefon habe ich jetzt auf normal laut gestellt. Warntöne über das Hands-Free-Profil. Das finde ich immer ganz cool. Das nutzt eben dann halt die Autolautsprecher mit, wenn man im Auto unterwegs ist und dort eben entsprechend die Warnung dann übers Auto bekommen möchte. Da wird dann auch die Musik kurz leiser gemacht. Der Warnton wird abgespielt und die Musik wird wieder auf die vorherig eingestellte Lautstärke eingestellt. Ist, finde ich, wie gesagt, ganz cool. Die Soundtests lassen wir jetzt, weil ich eh nicht im Auto sitze, sprich, das funktioniert dann so jetzt nicht so gut. Aktiviere oder deaktiviere die Meldung, erfolgreiche Verbindung auf deinem Smartphone. Ich lasse sie erstmal an, mal gucken, vielleicht möchte ich später mal aus. Bisher hatte ich sie immer an. Und dann können wir hier noch den Modus umstellen zwischen hell, dunkel und halt automatisch, beziehungsweise automatisch ist ja gerade hell, weil es eben hell ist. Damit sind wir einmal durch die ganzen Einstellungen durch. Wir sehen hier, das Gerät ist auch entsprechend schon vorgeladen zu 85%. Und ja, ich glaube, damit sind wir einmal durch die App durch und wir starten dann jetzt mal im Auto.
dem Auto nochmal. In Apple CarPlay sind wir in dem Fall. Wenn wir jetzt hier unten einmal auf Ono gehen, dann haben wir hier direkt halt unsere ganz normale Kartenansicht, wo wir hier oben etwas in die Navigationsleiste eingeben könnten, dann dementsprechend dahin navigiert werden könnten. Das Ganze basiert auf Apple-Karten. Die Stauinfos fließen, soweit ich weiß, auch mit rein. Allerdings fallen die ganzen smarten Funktionen weg. Sprich, bei Apple-Karten ist es ja so, dass Apple-Karten eben lernt, okay, beispielsweise jeden Freitag gegen Abend fahre ich einkaufen. Und wenn man dann entsprechend der Apple-Karten öffnet, möchte einen Apple-Karten direkt schon zum Einkaufen navigieren, weil Apple-Karten halt eben dazugelernt hat, okay, jeden Freitagabend fährt er zum Einkaufen. Das finde ich immer ganz praktisch, ganz witzig, ganz cool. Jetzt hat sich gerade mein Auto ausgeschaltet, okay. So, jetzt funktioniert das Ganze hier wieder alles. Also, ja, wie gerade eben schon angedeutet, können wir auch natürlich auch mal kurz rauszoomen. Jetzt gucken wir uns kurz, weil hier keine Sachen sind. Wenn wir hier einmal eben rauszoomen, hier sehen wir sie jetzt schon entsprechend. Haben wir hier die blauen Ganzen, sind irgendwelche Blitzer. Dann haben wir hier ansonsten die roten, sind entsprechend Warnmeldungen, Stau, irgendwelche anderen Warnungen und so weiter und so fort. Das hat man hier jetzt alles mit drauf. Wenn man jetzt an eine Stelle fahren würde, wo ein Blitzer oder eine andere Verkehrswarnung ist, ist jetzt bei mir, ich habe 20 Sekunden eingestellt, 20 Sekunden vorher ertönt ein Warnton im Auto und es wird euch hier unten, wie bei beispielsweise WhatsApp-Nachrichten angezeigt, eben in so und so viel, in einer so und so großen Entfernung an der und der Straße ist das und das. Das finde ich ganz cool, ist ganz praktisch und ich glaube, es ist immer vielleicht entspannt, einmal kurz im Vergleich zu gucken. Hier links haben wir das alte Ono und hier rechts das neue, also sprich rein von der Größe her, hat sich da schon echt einiges verändert. Ja, also das ist schon deutlich größer, wie ich finde. Ich finde es designtechnisch schon ein bisschen schöner, das neue. Das alte hat hinten drauf auch schon diesen Klebemount, den habe ich aber schon beim alten nie benutzt. Das neue hat links und rechts jetzt kleinere Klebeflächen. Allerdings sind die jetzt magnetisch, das heißt theoretisch kann man es wieder abmachen. Ich habe es auch schon mal probiert festzumachen. Aber auf diesem, ich habe es nicht hier oben probiert, aber trotzdem, der Kunststoff ist derselbe. Hier oben auf diesem rauen Kunststoff hat das Ganze nicht gehalten. Aber ich möchte es nicht gerne direkt im direkten Sichtfeld haben. Folglich wäre das dann bei mir hier unten irgendwo an der Seite wahrscheinlich drangekommen oder so. Aber da hält es leider nicht vernünftig. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, über USB-C aufladbar. Beim Golf 8 haben wir hier direkt auch USB-C Steckdosen. Rechts in meinem Fall hängt da direkt ein Lightning-Kabel dran. Kein USB-C-Kabel, sprich ich werde mir dafür nochmal einen Adapter von Lightning auf USB-C besorgen, damit ich das dann auch direkt darüber aufladen kann. Ich glaube, wir haben jetzt einen coolen Eindruck vom neuen Ono bekommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so eins holen werdet, ob ihr vielleicht das alte schon hattet, ob ihr upgraden werdet vom alten aufs neue. Für mich hat sich das jetzt auf jeden Fall gelohnt, denke ich. Und auch gerade, wenn man mehr fährt, lohnt sich das, finde ich auf jeden Fall ja, sehr. Ansonsten lasst uns gerne noch ein Abo da, den Daumen nach oben nicht vergessen, die Glocke könnt ihr auch gerne aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Video.